Manche Leute zum Beispiel, die sagen, wenn sie hören, manche Gelehrte haben das und das verbrochen im Islam, dann sagen sie, also diese Leute, von denen ich rede, sind Leute, sind Anfänger. Ja. Die haben ein bisschen was gelesen, aber das meiste haben sie nicht gelesen. Dann sagen sie, dafür gibt es aber keinen Beweis. Und das ist, und für eine andere Gelegenheit, das gibt keinen Hadith, der das verbietet. Es gibt keine Ayah, die das verbietet. Ich kenne keinen Beweis, der das verbietet. Wer bist du, dass du diesen Beweis überhaupt kennen musst? Wer bist du, dass du überhaupt sagen kannst, ich kenne keinen Beweis, der das verbietet, Klammer auf, deswegen ist es erlaubt, Klammer zu. Manche Leute denken, wenn sie sagen, es gibt keinen Beweis, der dieses Thema so und so verbietet, sie meinen damit, es gibt keine Eier, die sagt, das und das ist verboten. Oder sie meinen, es gibt keinen Hadith, der besagt, das und das ist verboten. Weil sie wollen etwas haben in ihrer eigenen Sprache. Ich meine nicht die Sprache, ich meine ihre eigene Ausdrucksweise. Zum Beispiel gibt es manche Leute, die sagen, sie nehmen es anderen übel, wenn sie den Koran auf den Boden legen, als Haram bezeichnen. Dann sagen sie, es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt keinen Beweis dafür, dass man den Koran nicht auf den Boden legen darf. Oder es gibt keinen Beweis dafür, dass es besser ist, dass man seine Füße nicht Richtung Qibla strecken darf. Oder so. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass man nicht Istijmar machen darf mit Büchern, mit Religionsbüchern. Istijmar ist, wenn man sich nach der Toilette reinigt. Weil ihr wisst, man darf das machen mit Papier, aber man macht das nicht mit Papier, auf dem religiöse Sachen stehen. Manche sagen, es gibt keinen Beweis, es gibt keinen Beweis, es gibt keinen Beweis. Nur weil du den Beweis nicht kennst, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Und außerdem, wenn jemand so etwas sagt, es gibt keinen Beweis für das und das und das, dann muss man ihm folgende Frage stellen. Hast du diejenigen Texte, diejenigen religiösen Texte, alle gelesen, die rechtliche Bestimmungen beinhalten, sodass du solch eine Aussage tätigen kannst überhaupt? Bist du jeder Überlieferung nachgegangen, die die Gelehrten zusammengetragen haben, extra, damit man nicht überall suchen muss? Und hast du jeden Text, die Überlieferung verinnerlicht, um sagen zu können, es gibt darüber keinen Beweis? Deswegen sag nicht, grundsätzlich ist doch alles erlaubt. Du kannst ja sagen, grundsätzlich in weltlichen Dingen ist ja alles halal, bis es einen Beweis dafür gibt, dass es verboten ist. Dieser Grundsatz stimmt, nur dieser Grundsatz ist nicht für dich und mich. Dieser Grundsatz ist für die Gelehrten. Du kannst doch nicht sagen, weil ich keinen Beweis kenne, gilt er für mich als erlaubt. Gilt die Sache für mich als erlaubt. Das ist doch Quatsch. Deine Aussage hat doch gar keinen Wert, wenn du nicht mal gesucht hast. Sondern das ist eine Sache, die die Mujtahid-Gelehrten als Basis verwenden, wenn sie ihr Urteil fällen. Ja. Das ist aber keine Sache, die jeder Mensch einfach so anwenden darf, wie er möchte.